Dieser Mann war in der DDR ein Fußballstar, wurde Meister, Pokalsieger und 1976 Olympiasieger. Später gilt er als Staatsfeind und Republikflüchtling, sitzt dafür sogar im Gefängnis. 30 Jahre lang hat Gerd Weber seine Geschichte für sich behalten, auch wie es ihm im August 89 gelingt, mit seiner Familie über die ungarische Grenze in den Westen zu fliehen. Ich bin jetzt noch ein Zugereister. Wenn mich jetzt irgendjemand, der Älterer, vorstellt, da sagen die zu mir, ja, das ist der Herr Weber, der ist aus der ehemaligen DDR. Nach 30 Jahren. Dresden 1978. Im Kollektiv von Dynamo um Kapitän Dixi Dörner ist Gerd Weber einfach nicht mehr wegzudenken. Hat großen Anteil daran, dass die Dresdner im DDR-Fußball das Nonplusultra sind. Zum dritten Mal in Folge DDR-Meister, kein anderes Team hatte das zuvor geschafft. Im Mittelfeld treibt Weber das Dresdner Spiel an und schießt auch noch viele Tore. Damit gilt er, gerade mal 22 Jahre alt, nicht nur für Meistertrainer Walter Fritsch als Nachfolger vom geschassten Spielmacher und Torjäger Hansi Kreische. Riedel und Weber. 30% ist Talent und 70% Arbeit. Ich war einer der wenigen, der zum Beispiel eine Stunde lang im roten Bereich laufen kann. Also im Wald, auf Skiern, da war ich schon eigentlich schon klinisch tot, bin ich immer noch gelaufen. 1980 bekommt der Nationalspieler ein Problem. Eigentlich müsste er eine Verletzung auskurieren, doch Weber stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Am Ende der Halbserie wird ihm vom Trainer und Vorstand das Geld gekürzt. Und da haben die mir sogar Gehalt gestrichen, weil die gesagt haben, ich hätte meine Leistung nicht gebracht. Da habe ich dann versucht zu erklären, also ich habe mich ja ein halbes Jahr spritzen lassen für die Mannschaft, für den Verein. Und jetzt kommt, und das habe ich nicht verstanden. Weber will sich das nicht bieten lassen, am liebsten sofort weg von Dresden. Und er liebäugelt mit einem Wechsel zum BFC, der im Frühjahr 1980 gerade zum zweiten Mal DDR-Meister geworden ist. Und daraufhin habe ich dann schon mal Kontakt aufgenommen und gesagt, das lasse ich mir nicht bieten. Bei Trainingslagern so habe ich mal die BFCler gefragt, weil das ist ja die einzigste Möglichkeit, um erfolgreich, das war ja nur BFC. So, woanders hätte ich dann sowieso nicht hingehen können oder dürfen. Das war auch Polizei. Ich sagte, so, die hätten mich ja mit offenen Armen genommen. Niemand kann sagen, wie sein Leben verlaufen wäre, hätte es damals mit dem Wechsel zum BFC geklappt. Fakt ist, dass Weber Anfang 1981 über Nacht vom Spitzensportler zum Staatsfeind wird. Entstanden war alles am Rande der Europapokalspiele im Herbst zuvor. Erst in Enschede, dann in Lüttich. Ein vermeintliches Angebot vom 1. FC Köln soll die Dresdner Nationalspieler Weber, Kotte und Müller in die Bundesliga locken. Als die Stasi von dem Vorgang erfährt, werden die drei unmittelbar vor dem Abflug zu einer Wettkampfreise nach Südamerika in Berlin-Schönefeld verhaftet. Weber weiß sofort, was Sache ist. Das kann ja nichts anders sein. Wir wollten nach Argentinien fliegen, dann kommen drei von der Stasi und fahren uns nach Dresden. Also das war mir vollkommen klar. Wegen geplantem ungesetzlichen Grenzübertritts wird er zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Als Häftling in Frankfurt-Oder hat er keinen Namen mehr, sondern ist nur eine Nummer. Das kann keiner nachvollziehen. Nein. Wenn man es nicht erlebt hat. In dem Moment war ich dort wahrscheinlich auch ein bisschen geschützt. Weil ich bin dann jeden Abend Rad gefahren auf dem Ergometer. Ich musste ja abtrainieren. Das ist ja auch nicht gewöhnlich in dem Gefängnis. Aber ich habe darüber nicht gesprochen und die haben mich auch in Ruhe gelassen. Nach 11 Monaten wird er entlassen. Fußball ist passé für ihn. Das Dynamo-Stadion darf er nicht mehr betreten und auch sein Sportstudium nicht fortführen. So wird das Leben in der DDR für ihn zur Sackgasse, ohne jede Perspektive. 1986 stellt Weber den ersten Ausreiseantrag. Unzählige werden folgen. Sie ist auf keinen Fall, Sie sind Staatsfeind. Das haben sie gleich zu mir gesagt, also sie kommen ja nicht raus. Jeden Dienstag.
Im Frühjahr 1989 gibt es für den ehemaligen Fußballer, der in Dresden nun sein Geld als Kfz-Mechaniker verdient, plötzlich einen Hoffnungsschimmer. Weber, der bis dahin nur in die CSSR reisen darf, erhält überraschend ein Visum für Ungarn. Dann geht alles Schlag auf Schlag. An der Grenze von Ungarn zu Österreich gibt es das erste Loch im eisernen Vorhang. In Budapest flüchten die ersten DDR-Bürger in die bundesdeutsche Botschaft und immer mehr versuchen, über die grüne Grenze in den Westen zu fliehen. Weber berät sich am Balaton mit seiner Frau. Wir kannten ja die Orte nicht, wir kannten ja den Wald nicht und gar nichts in Schopron. Das muss man dann vor Ort sagen, ja oder nein, jetzt oder nicht. Um zu erfahren, was dran ist an den Gerüchten, fahren sie nach Budapest. Fragen in der BRD-Botschaft nach, werden DDR-Bürger, die man erwischt, noch ausgeliefert oder nicht? In diese Fluchtpläne mischen sich auch immer wieder Zweifel. Was, wenn die ganze Sache scheitert? Dann entweder zurück, und da sehe ich wahrscheinlich den Himmel nicht mehr so oft. Das war mir klar, als Rückfalltäter. Anfang August entscheiden sie, wir versuchen es, und so fahren sie in Richtung Grenze, lassen dort ihr Auto stehen und warten, bis es dunkel wird, um dann loszumarschieren. Dann haben wir auch so das Gefühl, jetzt sind wir schon in der Nähe von der Grenze. Und wo wir in der Nähe, ich schätze mal vielleicht 400-500 Meter vorm Grenzzaun, ging auf einmal ein Theater los. Sirenen, Leuchtkugeln, Rumänen. Die sind in die Fangzäune reingelaufen. Und die haben sie alle einkassiert dort. Sind die dann mit Taschenlampen und Maschinenpistolen durch den Wald gekommen. Und da sind wir natürlich dann rausgetreten, mussten wir uns ausweisen. Und da haben sie gesehen, wir hatten einen blauen Ausweis. Da haben die uns sofort in Frieden gelassen, haben ganz höflich, sie gehen dort drüber. Und wir sind dann extra behandelt worden. Und Offizier hat dann sogar in seinem Büro Schlafgelegenheiten für meine Frau und für mein Kind gemacht. Ja, und ich musste, weil so viel Platz war ja nicht, ich musste in die Zelle mit den Rumänen. Wir hatten das Gefühl, dass die Ungarn zu uns stehen. Und es war dann auch früh, die haben uns unsere Personalien aufgenommen und haben dann uns viel Glück gewünscht. Die wussten ganz genau, dass wir es normal versuchen. Allerdings nicht am hellerlichten Tag. Wieder warten sie auf den Einbruch der Dunkelheit. Am Grenzübergang links und rechts waren vielleicht 200-300 Meter weg. Und dort sind wir dann in das Getreidefeld und sind dann auf allen Vieren, waren vielleicht, ich schätze so 300-400 Meter. Was in Deutschlands ADAC-Häuschen ist, haben wir dann das Österreichische gesehen. Und da wussten wir, dass wir auf österreichischem Boden sind. Dann war es sehr emotional. Gut eine Woche später berichtet die Bild-Zeitung nicht nur über seine Flucht, der Redakteur ist ihm auch beim Neustart behilflich. Und so landet Gerd Weber mit seiner Familie in Friesenheim im Schwarzwald, wo sie heute noch leben. Die Entscheidung vom Sommer 1989 hat er nie bereut, selbst wenn er zugeben muss. Wir haben natürlich, muss ich auch ganz ehrlich jetzt im Nachhinein sagen, ein bisschen leichtsinnig das entschieden. Denn wir hatten ein 6-jähriges Kind dabei. Und wir wussten ja nicht, wie die bewaffneten Organe reagieren. 30 Jahre später teilt sich sein Leben in etwa eine Hälfte Ost und eine Hälfte im tiefsten Südwesten. 1963 ist er inzwischen nun als Schadenbearbeiter bei einer Kfz-Versicherung tätig. Und auch ohne den Fußball hat Gerd Weber letztlich sein Glück gefunden.